Also erstmal Dankeschön, Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Ich bin echt geplättet. Danke, Udo, für deine wirklich wahnsinnig coole Laudatio. Ich meine, der Mann ist gerade auf einer schweren Europatournee und kommt hierher und hat noch wieder Mühen und Kosten gescheut, hier heute auf die Laudatio zu halten. Dafür hat er, glaube ich, noch einen extra Applaus verdient. Von ihr. Wahnsinn. Ja, ich wollte auch gerne mir die Show angucken, aber ist ja immer ausverkauft. Ne? Aber ich versuche mal dann durch das Bühnentor hinten vielleicht irgendwie reinzukommen oder so. Wer weiß, lass uns überraschen. Ich möchte mich mit einem kleinen Gedicht zum Empfang des großen Niedersächsischen Staatspreises 2022 bedanken. Es heißt, kleines Gedicht zum Empfang des großen Niedersächsischen Staatspreises 2022. Und es geht so, wenn man einen Preis erhält, denkt man prompt an Ruhm und Geld. Kommt der Preis nicht erst posthum, denkt man auch an Geld und Ruhm. Kriegt man diesen Preis vom Staat, fragt man sich, was man wohl tat für das Wohl von Niedersachsen. Ließ ich hier den Wohlstand wachsen? Habe ich die Kultur bereichert? Sonnenenergie gespeichert? Artensterben unterbunden? Klimaschäden überwunden? Die Benzinpreise gesenkt? Erdgasströme umgelenkt? Ansteckungsgefahr gemindert, Datendiebstähle verhindert, malte ich die Mona Lisa, baute ich den Turm von Pisa, weihte ich mit voller Kraft meine Zeit der Wissenschaft? Ich habe doch mein ganzes Leben nur der Komik hingegeben. Reicht das schon für diesen Preis? Frage ich mich, obwohl ich weiß, Mann, da kannst du lange fragen. Das kann ich nur in Prosa sagen. Also für mich ist dieser Preis eine Art Ritterschlag, so wie in England aus Paul McCartney Sir Paul geworden ist und aus Elton John Sir Elton. Deswegen denke ich, dass ich mit diesem Preis das Recht erworben habe, in Zukunft nicht mehr so einfach mit Blödel Otto angesprochen zu werden. Nein, ab heute heißt es Herr Blödel Otto. Ich danke Ihnen. Dankeschön.